Er wurde genau das, was sie sehen wollten. Ein gerissener Fuchs. Ein Söldner, der zu allem bereit ist. Und am Ende haben sie bekommen, wofür sie bezahlt haben. Aber der Preis war zu hoch. Aber ich greife vor, diese Geschichte muss von Anfang an erzählt werden. Also, unser Held, Fuchs. Niemand weiß, wo er herkommt. Gerüchten zufolge war er polnischer Herkunft, aber er sprach nie wirklich über sich selbst. Seine Handlungen taten dies. Fuchs arbeitete jahrelang für einen der hiesigen Banditen. Alle nannten ihn Big Boss. Nein, das ist Big Boss. Er war immer von seinen Schlägern umgeben. Fuchs nahm einen Job an, ohne Fragen zu stellen. Nur ein weiterer Job, sagte Big Boss. Einige Rowdies hatten Boss einen Safe gestohlen. Es war nichts Wichtiges drin, aber die Kiste musste an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht werden und den jungen Rowdies musste eine Lektion erteilt werden. Fuchs nahm schnell die Fährte auf und fand die Diebe. Sie machten gerade eine Pause. Unser Held kannte den Ort gut und bezog eine Stellung, die ihm den Vorteil gab. Und dann, wie gesagt, nur ein weiterer Job. Peng, peng, peng. Und der Safe war gesichert. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was darin war. Aber genau da nimmt unsere Geschichte eine wilde Wendung. Fuchs war umzingelt, von sabbernden Bulldoggen in eine Ecke gedrängt. Er begann seine Chancen zu schätzen und seine Optionen zu berechnen. Aber dann hat jemand es für ihn erledigt. Lernt Hase kennen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein guter Zug zusammengestellt wurde. Aber als die beiden den Safe öffneten, war er leer. Aufmerksame Zuschauer haben wahrscheinlich schon verstanden, dass unser rothaariger Freund reingelegt worden war. Und zwar von keinem Geringeren als Big Boss selbst. Er befürchtete, dass Fuchs eines Tages seinen Platz einnehmen würde. Also beschloss er, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Wie sich später herausstellte, hatte Fuchs den Konvoi von Bär zerstört. Nun war Bär ein großer Honigbaron, der sich nie davor fürchtete, sich die Pfoten schmutzig zu machen. Selbst als er die Bürgermeisterwahl verlor, behielt er seinen Ehrgeiz bei und seine kriminellen Verbindungen. Er wollte den Raubüberfall nicht durchgehen lassen. Nun müssen sich die Zuschauer zwei Fragen stellen. Wer waren diese Bulldoggen? Und vor allem, wer hat den Safe geleert? Nun, die Antwort auf die erste Frage ist schnell gefunden. Der Fall war ein heißes Thema. Daher gab seine Löwenhoheit Bürgermeister eine Erklärung ab. Ich werde nicht alles noch einmal erzählen, aber es lief nach dem Motto, es ist ein persönlicher Angriff gegen mich, bla bla bla, unser bester Agent ist an dem Fall dran, bla bla bla, die Gerechtigkeit wird siegen, bla. Fuchs und Hase hatten nur eine Option, laufen. Sie tauchten in einem verschneiten Wald auf Bärengebiet unter, sicher, dass niemand dort nach ihnen suchen würde.
Doch während unser Held darüber nachdachte, wie er Big Boss Problem lösen könnte, machte sich Hase auf den Weg. Fuchs fand seinen neuen Partner, aber es war nicht klar, mit wem sie sprach. Du schießt besser, als du dich versteckst. Hase hatte eine Art, mit Worten umzugehen. Sie war immer auf dem Punkt. Es stellte sich heraus, dass sie ein Geschäft über Munition abgeschlossen hatte. Jetzt konnten sie diese kleinliche Maus mit ihren gigantischen Ambitionen zerschlagen. Harter Schnitt, Stimmungswechsel, Wechsel zum Big Boss. Der große Kerl, der sich in seinem Herrschaftsgebiet umsieht, zusammen mit Löwe und korrupten Polizisten. Ein ziemlicher Plot-Twist, nicht wahr? Fuchs und Hase beschlossen, sich zu trennen. Sie würde Löwe verfolgen, während er sich um seinen Ex-Arbeitgeber kümmerte. Und los geht's. Fuchs nähert sich schnell. Er beginnt, die langsamen Riesen zu umwirbeln. Sie versuchen zurückzufeuern, aber sie treffen nichts. Sie sind groß, aber Fuchs ist schnell, wendig und schlau. Und als die Wachen besiegt waren, war es Zeit für den Augenblick der Wahrheit. Der hilflose Big Boss, der in eine Falle getappt war, bettelte um Gnade. Wir sind eine Familie. Ich beteilige dich. Du wirst Partner des Bürgermeisters. Fuchs hatte nur eine Antwort auf all diese schmackhaften Angebote. Eine, die mit brennendem, beißendem Geschmack von Schießpulver gefüllt war. Als sich unser Held auf die Suche nach Hase machte, stellte sich heraus, dass sie von Löwe und seinem Gefolge gefangen genommen worden war. Die Handlung geriet außer Kontrolle. Es ist höchste Zeit, dass ich euch erzähle, woher ich so viel über diese erstaunliche Geschichte weiß. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Pudel, ein langer und ergebener Genosse von Fuchs. Wie Alfred zu Batman, wie Sancho Panza zu Don Quixote, wie Toto zu Dorothy. Okay, vielleicht war die letzte nicht die beste Analogie. Fuchs spürte, dass etwas im Busch war und so nahm er mich auf seinen letzten Auftrag mit. Als er von Bulldoggen angegriffen wurde, wollte ich eingreifen, aber Hase war zuerst da. Ich verlor nicht die Fassung, also riss ich den Inhalt des Safes heraus, wie wir es geplant hatten. Hase erregte schnell Verdacht. Es war zu bequem, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen war. Aber als ich sah, wen sie in Bärs Land kennengelernt hatte, ergab alles einen perfekten Sinn. Sie war eine Undercover-Agentin. Sie hatte das Vertrauen von Fuchs gewonnen, denjenigen zu finden, der hinter diesem Verbrechersyndikat stand. Aber nicht alles lief nach Plan. Wie ich bereits sagte, ist Fuchs nicht gewalttätig. Zumindest nicht dieser Fuchs. Er beschloss, Hase zu helfen, obwohl er wusste, wer sie wirklich war. Löwe wusste, dass Fuchs hinter ihm her war, aber er ließ ihn friedlich hinein. Sie unterhielten sich, mano a mano. Ihr wisst schon, wie in alten Filmen. Sie wussten beide, was auf dem Spiel stand. Aber Löwe hatte ein kleines Detail vergessen. Wenn man König der Tiere werden will, reicht es nicht aus, sich wie der König zu verhalten. Man muss der König sein. Er wurde genau das, was sie sehen wollten. Ein gerissener Fuchs. Ein Söldner, der zu allem bereit ist. Und am Ende haben sie bekommen, wofür sie bezahlt haben. Aber der Preis? Der Preis war zu hoch. Illegale Panzerlieferungen an die Front. Schwarzmarktgeschäfte. Löwe würde den Himmel über Himmelsdorf für lange Zeit nicht mehr sehen. So begann also die gegenwärtige Ära der Kriminalität auf unserem Land. Eine polnische Bande erschien am Horizont, wo ich... Nun, ihr dürft mich Consigliere nennen. Und Fuchs? Er ist verschwunden. Es gab ein Kopfgeld auf ihn. Bär wurde neuer Bürgermeister,
Aber er vergaß den Raubüberfall nicht. Er wollte das Gestohlene zurückholen, also ließ er eine Meute von Hunden los. Und Hase? Obwohl sie ihn sehr mochte, konnte sie nicht einfach beiseite treten. Fuchs übertrat zu oft das Gesetz. Die Feds haben eine Menge Hinweise. Aber niemand konnte Fuchs jemals wirklich hinter Gitter bringen.